Sie hören vier Ansagen. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 1 bis 4 auf dem Antwortbogen. Beispiel: Das Gespräch ist für Sie kostenfrei. Guten Tag. Willkommen bei der Kundenhotline der Internet AG 1 Plus. Wir helfen Ihnen gerne. Für Fragen zu unseren Tarifen, Informationen zu Tarifänderungen und so weiter, drücken Sie bitte die 1. Für Fragen zu Ihrer Rechnung die 2. Für technische Hilfe und Informationen zur Einrichtung drahtloser Internetverbindungen drücken Sie bitte die 3. Wir verbinden Sie dann mit einem Mitarbeiter. Nummer 1. Verehrte Fahrgäste, wegen einer Betriebsstörung hat die S-Bahn-Linie S8 zum Flughafen 20 Minuten Verspätung. Und noch ein wichtiger Hinweis. Die Linie S8 fährt heute nicht von Gleis 10, sondern von Gleis 12 ab. Wir bitten um Ihr Verständnis. Nummer 2. Guten Tag, Frau Arias. Hier ist Georg Bauer von der Firma Schulz und Partner. Frau Arias, wir haben morgen einen Termin für Ihr Vorstellungsgespräch. Leider bin ich diese Woche geschäftlich unterwegs. Ich muss den Termin leider verschieben. Können Sie nächste Woche am Dienstag um 9 Uhr kommen? Ich bitte Sie um einen Rückruf deswegen. Melden Sie sich bitte bei Frau Maas, Sekretariat, Telefon 1233, Durchwahl 676. Vielen Dank, auf Wiederhören. Nummer 3. Guten Tag, hier ist das Sekretariat der Volkshochschule Mitte. Ihre Kursleiterin Frau Krüger ist leider immer noch krank und kann erst am Freitag wieder unterrichten. Am Mittwoch muss der Kurs leider ausfallen. Wir haben aber für den Donnerstag eine Vertretung gefunden. An diesem Tag ist also Unterricht. Nummer 4. Guten Tag, Herr Aslan. Hier ist die orthopädische Praxis Dr. Ullmann. Herr Aslan, für Ihre Operation am Knie in 14 Tagen brauchen wir unbedingt noch von Ihrem Hausarzt Ihre Blutwerte für die Anästhesie. Könnten Sie bitte so schnell wie möglich Ihren Hausarzt besuchen und uns das Ergebnis seiner Untersuchung vorbeibringen? Vielen Dank. Auf Wiederhören. Sie hören 5 Ansagen aus dem Radio. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung A, B oder C passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 5 bis 9 auf dem Antwortbogen. Nummer 5. Das Wetter. Heute Abend ist es noch bewölkt. Der Freitag wird dann ein schöner, sonniger Tag
mit Höchsttemperaturen bis zu 30 Grad. Am Wochenende sind Wärmegewitter möglich. Nächste Woche erwarten wir in ganz Deutschland sinkende Temperaturen und nur wenig Sonne. Nummer 6. Wir unterbrechen unser Programm für eine wichtige Meldung. Wegen eines schweren Verkehrsunfalls ist die Innenstadt für den Autoverkehr im Bereich des Hauptbahnhofs bis zum Abend vollständig gesperrt. Es fahren auch keine Straßenbahnen und Busse zum Hauptbahnhof. Wenn Sie zum Bahnhof müssen, nehmen Sie bitte die U- und S-Bahnen. Nummer 7. Es ist 16.10 Uhr. Auf Radio Nidda FM hören Sie gleich Aktuelles aus Rock, Pop und Jazz. Zuerst aber noch eine Programmänderung. Wegen einer Sondersendung zur Bankenkrise fällt heute Abend der Krimi aus. In der Sondersendung diskutieren Politiker und Vertreter der Wirtschaft über die möglichen Folgen der Krise. Und jetzt geht's weiter mit Musik. Nummer 8. Die A8 München-Stuttgart ist bis einschließlich Samstag früh 6 Uhr zwischen Augsburg-West und Neuses in beiden Richtungen gesperrt. Dort wird eine neue Eisenbahnbrücke gebaut. Der Verkehr wird in beiden Richtungen über die U45 umgeleitet. Vorsicht auf der A5 Karlsruhe Richtung Heidelberg. Nach einem Unfall 10 Kilometer Stau. Nummer 9. Liebe Hörer, in unserer Sendung Tipps für Patienten sprechen wir heute darüber, wie man bei seinem Zahnarztbesuch Geld sparen kann. Kennen Sie das Bonusheft? Wussten Sie, dass Sie ohne Bonusheft weniger Zuschüsse von der Krankenkasse bekommen? Wenn Sie regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt haben und diese im Bonusheft abgestempelt wurden, gibt es höhere Zuschüsse bei Zahnbehandlungen. Über all das wollen wir im Folgenden sprechen. Bleiben Sie dran. Sie hören 4 Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es 2 Aufgaben. Entscheiden Sie bei jedem Gespräch, ob die Aussage dazu richtig oder falsch ist und welche Antwort A, B oder C am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 10 bis 17 auf dem Antwortbogen. Beispiel: Hallo Frau Schneider, Sie sehen müde aus. Hallo. Ja, mir geht's nicht gut. Ich habe Kopfschmerzen und mein Rücken tut weh. Waren Sie schon beim Arzt? Nein, ich habe keine Zeit. Ich habe so viel Arbeit. Frau Schneider, das hat doch keinen Sinn. Gehen Sie ruhig zum Arzt. Ich kann heute länger bleiben und Ihre Arbeit fertig machen. Ich sage auch dem Chef Bescheid. Das ist nett, Herr Bauer. Dann gehe ich jetzt gleich und wenn es mir dann wieder besser geht, bleibe ich einmal länger und übernehme Arbeit von Ihnen. Nummer 10 und 11.
Was meinst du, Sonja? Wie findest du die Wohnung? Sollen wir sie mieten oder nicht? Naja, sie hat mir schon gefallen. Ein schönes, großes Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, ein Zimmer für Erik, ein schöner Balkon und alles ist neu. Renoviert. Das finde ich auch. Ich habe nur Probleme mit der Lage. Klar, sie liegt zentral, aber direkt an dieser großen Straße. Das wird sehr laut. Das Schlafzimmer geht ja nach hinten und du wolltest doch unbedingt in die Stadt ziehen. Lass uns doch einmal die Kosten durchrechnen. Also, 650 Euro Miete warm. Jetzt zahlen wir 400 Euro, haben aber viel weniger Platz und sehr hohe Fahrtkosten, um in die Stadt zu kommen. Und wir haben dann eine schönere Küche. Ich hol mal einen Zettel und wir schreiben alles auf. Nummer 12 und 13. ProBank Müller, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Maria Schmidt. Ich habe bei Ihnen ein Konto, 314577-210. Ja, ich schaue mal im Computer. Okay, womit kann ich helfen? Ich brauche neue Überweisungsformulare. Ich habe nämlich keine mehr. Die können wir Ihnen zuschicken. Gerne. Stimmt Ihre Adresse noch? Ja, Müllerstraße 15. Sind die Formulare eigentlich kostenlos? Ja, die Formulare kosten bei uns nichts. Das gehört zu unserem Service. Sie können aber auch online überweisen, also übers Internet. Ja, sicher, ich weiß. Ich werde mir das mal überlegen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Nummer 14 und 15. Hallo Annette, erzähl mal, wie war denn das Hoffest am Samstag? Hallo Claudia, das Fest war super. Fast alle aus dem Haus waren da, auch die neuen Nachbarn von unten. Wir haben geredet, gegessen, getrunken, Musik gehört. Habt ihr auch gegrillt? Ja, aber als es dunkel wurde, kam das Gewitter. Wir mussten dann ziemlich schnell einpacken. Wir haben aber besprochen, dass wir uns im nächsten Monat nochmal treffen wollen. Wir wollen ja auch noch darüber reden, wie man den Hinterhof grüner machen kann. Wer welche Pflanzen und Blumen besorgt, wer weitere Ideen hat. Habt ihr schon einen Termin ausgemacht? Ja, nächsten Monat, am ersten Samstag im August, ab 15 Uhr, wieder im Hof. Da bin ich ganz sicher dabei. Ich hoffe, dann ist das Wetter besser. Nummer 16 und 17. Also Frau Klein, unser neuer Kollege ist ja nicht sehr sympathisch. Er ist laut, hört nicht zu, weiß alles besser. Er denkt wohl, dass er etwas Besseres ist und alles besser kann. Meinen Sie Herrn Funke? Ich finde ihn nicht so schlimm. Man darf nicht vergessen, dass er wohl neu im Betrieb und noch unsicher ist. Das kann natürlich sein, aber... Sprechen Sie ihn doch einmal darauf an, Frau Meier. Ich finde es wichtig, über Konflikte zu reden, sonst kann man sie nicht lösen. Ja gut, das finde ich auch. Wenn man kein gutes Team hat, kann man auch nicht gut arbeiten. Sie hören Aussagen zu einem Thema. Welche der Sätze A bis F passt zu den Aussagen 18 bis 20? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 18 bis 20 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F. Dazu haben Sie eine Minute Zeit. Danach hören Sie die Aussagen.
Die Kosten im Gesundheitswesen steigen von Jahr zu Jahr, trotzdem werden die Menschen nicht gesünder. Immer mehr Menschen achten deshalb darauf, in ihrem Alltag etwas für ihre Gesundheit zu tun. Wir haben verschiedene Personen befragt, was sie tun, um gesund zu bleiben. Beispiel: Für mich ist gesundes Essen sehr wichtig. Ich kaufe aber, vor allem bei Obst und Gemüse, nur Produkte aus der Region. Die sind am frischesten. Warum soll ich Äpfel kaufen, die über 1000 Kilometer mit dem Flugzeug hierher transportiert worden sind? Die langen Transportwege sind bestimmt nicht gut für die Qualität der Lebensmittel. Nein, ich kaufe ganz bewusst nur Sachen von hier. Auch wenn ich dann im Winter eben keine Erdbeeren essen kann. Nummer 18. Für mich ist gesunde Ernährung am wichtigsten. Und was ich toll finde, früher konnten sich nur Leute mit viel Geld Bioprodukte leisten. Heute gibt es biologische Produkte in jedem Supermarkt. Und man kann sie auch bezahlen. Und auch Biofleisch ist viel günstiger geworden als früher. Nummer 19. Ich finde, man muss mehr für die Gesundheit tun, als sich nur gesund zu ernähren. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Leute viel zu viel essen und sich immer weniger bewegen. Und wenn man dreimal am Tag Biofleisch isst, ist das auch ungesund, wenn man sich nicht bewegt. Wirklich gesund lebt man nur, wenn man regelmäßig Sport treibt. Bewegung finde ich viel wichtiger als gesundes Essen. Ganz egal, ob das jetzt Radfahren oder Joggen ist. Nummer 20. Bewegung ist wichtig, aber am wichtigsten ist es für mich, wenig Stress zu haben, viel Ruhe. So bleibe ich gesund. Also ab und zu mal in die Sauna gehen, Entspannung, genug schlafen, viel mehr muss nicht sein.